Hallo und herzlich willkommen, liebe Aktienfreunde. Willkommen zu einer Siemens-Aktienanalyse, die viele Leute interessieren sollte eigentlich. Warum sollte? Weil Siemens in vielen deutschen Depots anzutreffen ist. Es gibt eine Auswertung der Consorsbank und da belegt Siemens die oder den sechsten Platz. Wo haben wir die Auswertung? Hier den sechsten Platz der am häufigsten in deutschen Depots anzutreffenden Aktien. Ich würde nicht sagen, dass Siemens hier jetzt die beliebteste Aktie der Deutschen ist, weil wenn man sich die Aktien da oben anguckt, wie Deutsche Bank oder Daimler, ob die jetzt so wunderbar beliebt sind oder Deutsche Telekom, das sei mal dahingestellt. Aber nichtsdestotrotz, sie liegen in vielen deutschen Depots. Diese Siemens-Aktienanalyse, die spielt im Rahmen der Bestseller-Challenge oder die bewegt sich im Rahmen der Bestseller-Challenge. Das heißt, wir fühlen den beliebtesten deutschen Aktien auf den Zahn. Wir werden Siemens nicht in diesem Video, aber im folgenden Video antreten lassen gegen zwei andere Aktien, gegen Honeywell und Waste Management. Und ihr werdet dann abstimmen, ob sich Siemens gegen diese beiden Herausforderer durchsetzen kann. Das gelingt bisher den wenigsten Aktien. Das hat jetzt nur die Allianz bisher überhaupt geschafft. Die anderen vier Aktien haben gegen die Herausforderer alle verloren. Das Ganze hier läuft unter der Bestseller-Challenge und die Bestseller-Challenge läuft unter der Sparplan-Offensive. Die wird unterstützt von der Consorsbank. An der Stelle vielen Dank. Und daran beteiligen sich auch Homo Economicus und Talabox Invest, zwei YouTuber. Der Homo Economicus, der Aaron, der investiert auch in Einzelaktien, ebenfalls in Dividendentitel. Und Talabox, der macht das Ganze mit ETFs, könnt ihr euch gerne anschauen. Ihr könnt euch übrigens auch gerne anschauen, das Depot, was wir bisher haben. Wir haben ja schon ein paar Gewinneraktien und wir haben auch schon ein paar Positionen im Depot. Und da kannst du dir die komplette P&L, also Gewinn-Verlust, anschauen. Hier die Gewichtung nach Branchen beispielsweise, auch nach Regionen. Da wir jetzt schon fünf Aktien haben, insgesamt werden es 10, die wir alle über Sparpläne ansparen, kann man jetzt auch schon mal ein bisschen was sehen. Falls du mitmachen möchtest, für ebenfalls in Aktien investieren, langfristig, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Hier geht es zum Starterpaket. Da bekommst du noch eine kostenlose Vollmitgliedschaft im Aktienfinder obendrauf über 90 Tage. Mein Name ist nämlich Thorsten Tiet und ich bin der Gründer und Betreiber der Seite aktienfinder.net. Hier geht es, wie gesagt, ums langfristige Investieren in Aktien, damit du von langfristig steigenden Kursen und Dividenden profitieren kannst. So, dann müssen wir noch den Disclaimer, den Risikohinweis einblenden. Muss ja alles rechtens zugehen hier. Mit Aktien kann man Geld verlieren. Ich habe keine Glaskugel und ich gebe keine Kaufempfehlung ab. Ich versuche hier mein Wissen zu vermitteln und ich versuche euch zu zeigen, wie ihr die Spreu vom Weizen fundamental trennen könnt. Das meiste mache ich mit dem Aktienfinder selbstverständlich. Ich habe den ja nicht aus Jux und Dollerei entwickelt. Und ich hoffe, dass, oder mein Ziel wäre dann, dass ihr möglichst selbstständig ja, agieren könnt und euch dann selbst ein erfolgversprechendes Depot aufbauen könnt am Ende aller Tage. Die Siemens-Aktienanalyse, die steht euch auch hier auf meinem Blog zur Verfügung. Das heißt, ich habe schon einen Blogbeitrag dazu geschrieben, da werde ich auch mal kurz reinspiegeln. Wir werden uns dann also die Frage stellen, ob Siemens ein langfristig erfolgversprechendes Investment ist. Wir werden gucken, ob die Dividende von Siemens sicher ist. Und wir werden schauen, ob die Aktie günstig oder teuer bewertet ist. Ihr werdet die Aktienanalyse übrigens dann auch hier finden, im Verzeichnis frei zugänglicher Aktienanalysen. Da kamen jetzt vor kurzem beispielsweise SAP und Foodlocker hinzu. Und wenn euch einer dieser Unternehmen interessiert, dann könnt ihr einfach hier auf den Link klicken und dann kommt ihr dahin und die ganzen Aktienanalysen, die sind kostenlos für euch verfügbar. Könnt hier auch schön filtern nach der Aktie, nach dem Autor und so weiter. Gut, dann würde ich mal anfangen mit der eigentlichen Geschichte hier, nämlich mit der Siemens-Aktienanalyse. Ihr wisst wahrscheinlich, dass Siemens so ein Tausendsaar ist, dass das Siemens in sehr vielen Geschäftsfeldern sich breit gemacht hat. Hat oft was mit Elektronik zu tun, aber nicht ausschließlich. Und solche Unternehmen, die in sehr vielen Geschäftsfeldern anzutreffen sind, die werden als Industriekonglomerate bezeichnet hier. Also Tausendsaar auf Deutsch übersetzt etwas frei. Und wir haben auch noch andere Tausendsaar wie 3M und General Electric, die mindestens genauso bekannt sind wie Siemens und auch mehr oder weniger beliebt, insbesondere bei Dividendeninvestoren, weil diese
Industriekonglomerate, die zahlen oft relativ gute Dividende, wenn sie sie nicht gerade kürzen mussten, so wie General Electric. Ich möchte aber euch erstmal hier die Performance ein bisschen zeigen von diesen Aktien. Wir haben hier hinten ja die Kursgewinne und ich habe hier sortiert nach einem Kursgewinn auf 5 Jahre und General Electric hat die rote Laterne, wenig überraschend. Mit 3M hättest du eine Rendite erzielt von 8%, was jetzt auch nicht über die Maßen ist, weil wir ja einen steigenden Markt haben, auch in den letzten 5 Jahren. Siemens schon deutlich mehr, 24%. Und dann haben wir aber noch andere Industriekonglomerate und die laufen deutlich besser, unter anderem auch Honeywell als kommender Herausforderer mit knapp 80%. Der ist auch relativ weit vorne mit dabei. Was allerdings berücksichtigt werden sollte, das ist der Beitrag zur Dividende an der Rendite von Siemens jetzt in diesem Fall. Du kannst den sogenannten Total Return hier anzeigen lassen in der Bewertungssegment oder ja, in der Bewertung, dynamischen Aktienbewertung sage ich dazu, des Aktienfinders. Und wir haben ja hier seit, ich zoome mal komplett raus, seit 2000 die Kursentwicklung. Und wenn du jetzt beispielsweise unten zum Höhepunkt der Finanzkrise gekauft hättest, die Aktie, dann siehst du, dass du eine positive Rendite erwirtschaftet hättest mit Siemens von 13% jährlich. Das Total Return. Das ist natürlich schon stattlich, aber das hättest du mit den meisten Aktien gemacht, wenn du da ganz unten gekauft hättest. Und dann wäre die Dividende 8, 16, ja, knapp ein Drittel von der Performance wäre dann von der Dividende gekommen. Also deutlich mehr vom Kursgewinn. Wenn du jetzt aber woanders gekauft hättest, zu einem anderen Zeitpunkt, wie hier Ende April 2011, also nicht zum absoluten Tiefskurs, dann siehst du, wie sich das Verhältnis des Beitrags von der Dividende zur Gesamtrendite verändert. Dann hätte die Dividende mehr zur Rendite beigetragen als die Kursgewinne. Ja, also die Dividende hättest du dann 300 Euro bekommen und Kursgewinn nur in Anführungszeichen nur 222 Euro. Und wenn du jetzt ganz blöd gekauft hättest wie hier, dann wärst du natürlich sogar im Minus gewesen. Aber wenn du jetzt hier irgendwo gekauft hättest, etwas weiter weniger im Plus, dann hätte quasi die Dividende deine Kursverluste wieder rausgeholt. Alles ohne Steuer, Dividende ist brutto. Ist klar, dass dann noch was abgezogen wird. Das heißt, die Dividende ist im Allgemeinen schon, leistet einen wichtigen Beitrag zur Gesamtrendite von Aktien wie beispielsweise Siemens. Bei 3M ist es analog genauso. Deshalb wird es auch wichtig sein, uns anzuschauen, ob die Dividende sicher ist. Gerade auch vom Hintergrund, wenn man jetzt beispielsweise an General Electric denkt, da ist die Dividende ja mehrfach gekürzt worden und ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob sie komplett gestrichen worden ist. So, dann würde ich sagen, wir gucken uns auch noch die Dividendenrendite an. General Electric 0,3%, wow. Aber 3M und Siemens ungefähr 10-mal so viel, die liegen bei knapp beide 3,3%. Bevor wir uns näher mit der Dividende beschäftigen und deren Sicherheit, gucken wir aber erstmal was noch Wichtigeres an. Wir stellen uns die Frage, ob Siemens ein langfristig erfolgversprechendes Investment ist. Wie finden wir das raus? Indem wir uns das langfristige Gewinnwachstum von Siemens anschauen. Denn nur dann, wenn das Unternehmen seine Gewinne langfristig steigert, wird es auch mehr wert, steigt dann auch der Aktienkurs, steigen dann auch die Dividenden. Hier siehst du die Entwicklung des bilanzierten Gewinns. Und ganz interessant, wir haben hier so einen Ausreißer nach oben, das hier. Und wenn du sowas siehst, dann stellst du dir wahrscheinlich die Frage oder vielleicht, ob es hier um Datenfehler handelt. Und glücklicherweise haben wir hier im Aktienfinder relativ viele Informationen, die immer irgendwie miteinander in Verbindung stehen. Und wenn du die lesen kannst, dann kannst du dir schon einiges zusammenreimen. Genau deshalb stehen sie auch miteinander in Verbindung. So siehst du hier, dass es eine Sonderdividende gegeben hat in 2001. Sonderdividenden sind nicht üblich bei Siemens. Hier war die einzige in Höhe von 1 Euro. Deutet also darauf hin, dass da irgendwas passiert ist, dass da irgendwie mal außerordentlich viel Geld ins Unternehmen kam. Sieht aus wie hier, ne? Also scheint dann schon mal irgendwie eine gewisse Plausibilität zwischen dem hohen Gewinn und der Sonderdividende zu geben. Das ist das eine. Dann gibt es auch noch einen anderen Hinweis, der ist im Prinzip noch stärker. Und zwar, wenn du die beiden Margen hier anguckst, die operative Marge und die Nettomarge, dann ist es normalerweise so, dass die operative Marge
über der Nettomarge oder dann auch noch die Steuern von abgehen, vom Gewinn, liegt. In diesem Fall ist genau andersrum. Da liegt die operative Marge bei ungefähr 2%. Die Nettomarge liegt bei 11,5%, also deutlich drüber. Das heißt, da ist irgendwie ein außergewöhnlicher Geschäftsvorfall gewesen, der den Nettogewinn in die Höhe getrieben hat. Und das waren Börsengänger von Infineon und Epcos. Und die haben Geld in die Kasse gespült und unter anderem dann auch dazu zu dieser Sonderdividende geführt und zu einer Nettomarge, die in die Höhe gesprungen ist, über der operativen Marge lag. So kannst du das auch ein bisschen erkennen, ob das jetzt hier, ob diese Ausreißer quasi Sinn machen oder nicht. Wir haben dann hier langfristig gesehen, das ist jetzt eigentlich noch wichtiger, langfristig gesehen steigende Gewinne. Und wenn man jetzt nur diesen Chart anguckt, dann könnte man schon sagen, okay, insgesamt haben wir bei Siemens ein langfristig erfolgversprechendes Investment, ein gutes Unternehmen vor uns, weil die Gewinne langfristig gesehen ja steigen. Das gleiche gilt für die Dividenden, die steigen ebenfalls langfristig. Das ist natürlich kein Zufall. Wenn wir bei General Electric die Gewinne einbrechen, dann können die Dividenden nicht auf Dauer aufrechterhalten werden. Was mir ebenfalls gefallen hat, das waren hier die operativen Margen, die Entwicklung der operativen Margen, die hat sich nämlich so im Zeitverlauf erhöht. Die liegen momentan bei 7,7% und die waren früher um die Jahrtausendwende, lagen die bei 2%, 2,1 waren sie sogar mal kurzfristig negativ. Da hat dann diverse Börsengänge dazu geführt, dass trotzdem Gewinn gemacht wurde, sonst wären es Verluste gewesen. Kurzfristig war die operative Marge mal höher, aber in Summe, wenn man hier diese beiden Zeiträume vergleicht, dann liegt doch die operative Marge deutlich über der Vergangenheit um die Jahrtausendwende und sie ist in den letzten Jahren noch recht stabil gewesen. Das sehe ich als positiv an. Das heißt, die Geschäfte, die laufen mehr oder weniger stabil. Gucken wir uns noch die Umsätze an. Aus Umsatz und Margen ergeben sich ja dann die Gewinne und die Cashflows. Und jetzt geht es hier ab und zu der Umsatz ein bisschen nach unten. Da muss man dann auch dazu sagen, gerade so diese Industriekonglomerate, aber auch andere große Konzerne wie Nahrungsmittelkonzerne, die kaufen und verkaufen ständig hinzu. Also hier mehr die Börsengänge, aber hier wurden auch, es gibt auch auf der Siemens-Webseite, kannst du auch sehen, welches die Desinvestors, so heißt es glaube ich, also die quasi die Verkäufe gewesen sind und welches die Zukäufe gewesen sind, worauf ich auch mein Augenmerk aber lenken oder das Augenmerk lenken möchte, sind einfach die letzten Jahre. Und da siehst du, dass die Umsätze doch bei den relativ stabilen operativen Margen so nach oben gehen, jetzt hier auch schön. Und das ist auch was, was mir gut gefällt. Insgesamt also würde ich schon sagen, dass wir hier ein langfristig erfolgversprechendes Investment vor uns haben, anders beispielsweise als bei der Deutschen Bank oder anderen Bestseller-Aktien, die in vielen Depots liegen. Dann kommen wir mal zur Dividende und fragen uns, ob die Dividende sicher ist. Wie kriegen wir das raus? Indem wir die Ausschüttungsquoten anschauen. Das heißt, indem wir uns anschauen, ob die Dividende durch die laufenden Erträge finanziert werden kann. Das machen einige Leute, indem sie die Ausschüttungsquote oder indem sie vergleichen den Gewinn, den bilanzierten Gewinn, also das mit der Dividende. Und du siehst ja dann, dass die Dividende durch den bilanzierten Gewinn gedeckt ist. Ich ziehe den freien Cashflow vor, weil die Dividende ist ja echtes Geld, das aus dem Unternehmen fließt. Und der Cashflow ist auch echtes Geld und nicht bilanzierter Gewinn. Echtes Geld, der aus dem Unternehmen fließt oder ins Unternehmen fließt. Und deshalb ziehe ich den freien Cashflow vor, Geld zu Geld sozusagen. Und der freie Cashflow, der liegt in den letzten Jahren ungefähr auf der Höhe des bilanzierten Gewinns. Momentan sogar leicht drüber, sodass die Ausschüttungsquote bezogen auf den freien Cashflow noch niedriger ist. Das heißt, die Dividende ist noch höher gedeckt. Das ist positiv. Ich habe die Ausschüttungsquoten auch hier angegeben im Screener-Bereich. Basierend auf den freien Cashflow liegt diese bei 60%, auf den bilanzierten Gewinn, Entschuldigung, liegt die Ausschüttungsquote bei 60% und basierend auf den freien Cashflow etwas niedriger, was ja besser ist. Da werden nur 53% des freien Cashflows benutzt, um die Dividende zu finanzieren. Die Dividende, insofern scheint sie mir sicher zu sein. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, um herauszufinden, oder eine erweiterte Perspektive, um herauszufinden, ob die Dividende sicher ist. Diese siehst du in der Vollanalyse.
Und zwar kannst du schauen, ob die, wie stark oder ob die Dividende auch notfalls aus der Substanz des Unternehmens bezahlt werden könnte. Das heißt, wenn das Unternehmen sehr viel Geld hat beispielsweise, dann könnte das Unternehmen ja auch mal die Dividende, wenn ein Geschäftsjahr schlecht laufen sollte, aus der Substanz bezahlen. Das Ganze siehst du hier und zwar zoome ich mal ein bisschen näher rein. Wir haben in den letzten 4 Quartalen hat Siemens eine Dividende ausgeschüttet von 3 Milliarden und 60 Millionen Euro. Und wir haben dann hier Cash und leicht zu Cash zu machen der Wertpapiere in Höhe von 14,4 Milliarden Euro. Das heißt, über viermal mehr Cash und Cash-ähnliche oder Cash-nahe Bestände als die jährliche Dividende, die bezahlt werden muss. Insofern wäre Siemens auch in der Lage, mal eine Durststrecke durchzuhalten und die Dividende, ich sage jetzt mal, wenigstens aufrecht zu erhalten, wenn die Geschäfte schlecht laufen. Ich halte das auch für relativ wahrscheinlich, dass das Management das machen würde, denn das Management hat es auch in der Vergangenheit schon getan. Wenn wir uns hier mal anschauen, jetzt machen wir wieder den bilanzierten Gewinn hier rein. Beispielsweise während der Finanzkrise, da wurde die Dividende also nicht gekürzt, sondern konstant gehalten, 2 Jahre lang hintereinander. Und auch hier 2,29, hier wurde die Dividende leicht erhöht, haben wir noch irgendwo Stagnation. Ja, hier nochmal 2 Jahre hintereinander, 2013 und 2014 gab es keine Dividendenerhöhung, aber eben auch keine Kürzung. Das heißt, das Management von Siemens scheint darauf bedacht zu sein, die Dividende nicht zu kürzen, sondern in schlechten Zeiten wenigstens konstant zu halten. Und das Management kann dies tun, weil die Substanz auch des Unternehmens relativ stark ist und natürlich auch, weil die Dividende auch in schlecht laufenden Jahren meistens noch gedeckt ist durch die laufenden Erträge. Sogar während der Finanzkrise war das der Fall. Du siehst auch hier im Screener-Bereich nochmal in Kennzahlen ausgedrückt, was ich gerade erzählt habe im Prinzip. Siemens hat seit 24 Jahren die Dividende nicht gesenkt und seit 5 Jahren steigert Siemens die Dividende. Zusammenfassend, also nochmal, die Dividende aus meiner Sicht ist sicher. Die 3,3% sozusagen Einstiegsdividendenrendite, die wären sicher. Jetzt die Frage, ist die Dividendenrendite attraktiv im historischen Vergleich? Ja oder nein? Kann man hier in die Dividendenturbo gehen, dann siehst du das Ganze. Hier sind wir momentan, ist der Ist-Zustand, die 3,3%, 3,27, wenn du es genau nehmen möchtest. Und jetzt, wenn du dich oder wenn wir uns fragen, ist das jetzt viel oder wenig für die Siemens-Aktie, dann können wir erstmal hier die langfristige Brille quasi aufziehen. Man sieht es im Prinzip schon hier, wenn man das einfach nur, wenn man sich hier so eine Linie denkt, dann sieht man langfristig, dass die Dividendenrendite, wenn man von 2000 ab anfängt zu schauen, hoch ist, weil früher die Dividendenrendite doch deutlich niedriger war. Da hier ganzen Zeitraum zwischen 2003 bis hier 2007 bis zur Finanzkrise. Nein, die Finanzkrise ist hier. Da lag die Dividendenrendite bei ungefähr 2% oder weniger. Und eigentlich so dauerhaft hoch ist die Dividendenrendite erst so ja, ich würde mal sagen, im Jahr 2011 dann gekommen. Ging sie nochmal ganz schön nach unten. Und das erkennst du auch, wenn du hier diese langfristigen Korridore einblendest. Da siehst du, dass langfristig gesehen die Dividendenrendite steigt, ja. Und das kann jetzt für dich zu langfristig sein, weil du sagst, damals war vielleicht ein anderes Siemens wie das Siemens, was wir heute haben. Und das stimmt auch tatsächlich. Das haben wir jetzt gesehen. Da gab es dann Spin-offs. Die operative Marge hat sich erhöht. Die Umsätze gingen zwischenzeitlich nochmal nach unten. Das heißt, das war der Konzern im Umbau. Ist auch ganz lustig, wenn du in die Geschäftsberichte reinschaust von Siemens. Die haben sich dann immer neue Namen. Momentan läuft, glaube ich, Siemens 2020. Wenn du in ältere Geschäftsberichte guckst, da ist dann die Umstrukturierung der Siemens 2014. Ich habe noch eine andere Umstrukturierung noch vorher gesehen. Also die strukturieren sich laufend um. Und hier die Dividendenrendite bei 3,3% auf 12 Monate bezogen, ist sie relativ niedrig. Da zoome ich jetzt auch mal ein bisschen rein hier. Dann siehst du das besser. Du siehst auch hier, es gab eine Dividendenrendite Ende August 2019 in Höhe von 4,2% und jetzt liegt sie eben bei 3,3%. Ist deutlich niedriger. Warum? Weil der Aktienkurs angezogen ist, das sehen wir auch noch gleich. Mir ist übrigens was eingefallen. Ich habe ganz vergessen, euch zu erzählen, was Siemens eigentlich macht.
Es wäre nie schlecht, wenn man in ein Unternehmen investiert, wenn man ein bisschen eine Ahnung hat, was das Unternehmen denn so tut. Das habe ich hier im Blogbeitrag geschrieben. Mit was verdient Siemens Geld? Also Siemens hat unterschiedliche Geschäftsbereiche. Wir machen Automatisierung von Fertigungsprozessen, Gebäudetechnik, Energietechnik, Stromerzeugung, Stromübertragung. Alles, was mit Transport zu tun hat, auf Schiene und Straße. Sie haben Medizintechnik, sie haben erneuerbare Energien, Windturbinen bis hin zum Bau und Vertrieb von ganzen Windparks. Dann haben sie noch ihre angegliederte Bank, mit denen sie die Kunden finanzieren, damit sie ihre Dienstleistungen und Waren auch kaufen können. Und dann gibt es da noch so eine, ich habe es ein bisschen ja, provokativ Problemkinder genannt, so ein Segment, wo die, ja, die Schmuddelkinder so ein bisschen untergebracht sind. Und hier siehst du dann die ganzen Margen, Portfolio-Companies, Schmuddelkinder, wie komme ich auch drauf? Einmal durch die Beschreibung im Geschäftsbericht und dann siehst du hier noch die Marge. Das ist die einzige Marge Portfolio-Companies, die negativ ist mit minus 1,3%. Und wenn man dann die Unternehmen, die da drinnen sind, oder Unternehmensteile auf Vordermann gebracht hat, dann kann man die veräußern oder sonst irgendwas machen oder einen der anderen Segmente zuschlagen. So eine Art Restrukturierungs-Segment hier. Gut, jetzt wisst ihr, was Siemens macht. Falls es zu schnell war, könnt ihr hier nochmal nachlesen. Hopp, und gehen wir wieder zurück. Die Dividendenrendite, also langfristig gesehen, ist sie höher als vor x Jahren, aber kurzfristig gesehen, naja, auf 12 Monate bezogen, liegt sie etwas niedriger. Hättest du schon höher mit einsteigen können, bei über 4%. Insofern, wenn du nur von der Dividendenrendite ausgehst, kurzfristig scheint die Siemens-Aktie überbewertet zu sein. Wenn du jetzt aber einen längeren Zeitraum wählst, hier, dann scheint sie fast fair bewertet zu sein. Wenn du einen 10-Jahres-Zeitraum nimmst, dann ja, ist sie immer noch fast fair bewertet. Es gibt aber noch eine bessere Möglichkeit, die Aktie zu bewerten. Und das passiert hier, indem du dich auf den bilanzierten Gewinn bzw. auf den operativen Cashflow stützt, weil die ja der Dividende vorgelagert sind. Und die bestimmen ja auch, wie der Aktienkurs läuft, bzw. wie dann deine Rendite sein wird mit der Aktie. Wir blenden mal den Gewinn pro Aktie im operativen Cashflow ein. Den Kurs machen wir raus. Und dann siehst du hier die fundamentalen Größen. Man kann natürlich auch den fairen Wert berechnen, basierend auf der Dividende. Das geht auch. Grundprinzip ist immer, wir schauen, wie in der Vergangenheit die Aktie bewertet war, berechnen daraus sogenannte Multiples. Zum Beispiel haben wir hier diesen Zeitraum, habe ich selektiert, ab 2009. Und mal das durchschnittliche KGV lag bei 15,7. Das durchschnittliche KCV bei 10 genau, die durchschnittliche Dividendenrendite bei sage und schreibe 3,4%. Und darauf basierend können wir jetzt diese Multiples anwenden auf die aktuellen Größen. Momentan der Gewinn pro Aktie bei 6,32 mal 15,7, dann kriegt man hier so einen Fernwert raus. Das Ganze machen wir und das ist immer so spannend, finde ich, weil dann siehst du immer hier, ob der faire Wert respektiert wird von der tatsächlichen Kursentwicklung. Denn wir rechnen ja nicht nur den fairen Wert hier aus für die Gegenwart, was natürlich am meisten interessiert. Wir rechnen ja auch den fairen Wert für den kompletten markierten Zeitraum aus, von der Vergangenheit bis in die prognostizierte Zukunft. Und hier haben wir tratata, jetzt das Ergebnis. Und da zoome ich jetzt auch mal ein bisschen näher rein. Und dann wirst du feststellen, dass wir hier zu der schwarzen Linie, zu den tatsächlichen Kursverlauf, drei andere Linien haben, die mehr oder weniger stark voneinander abweichen. Das ist große Verwirrung und ich versuche das jetzt ein bisschen auseinanderzudröseln und zu erklären, damit man da was Sinnvolles draus machen kann. Den fairen Wert Dividende mache ich erstmal weg. Jetzt haben wir hier noch den fairen Wert basierend auf dem bilanzierten Gewinn, das ist die grüne Linie, und den fairen Wert basierend auf dem operativen Cashflow, das ist diese gelbliche Linie. Was mir hier sofort ins Auge gesprungen ist, das war, dass die beiden oft gegenläufig sind, sich entwickeln. Das heißt, hier siehst du es gut, ich mache einen Kurs weg, der faire Wert basierend auf dem Gewinn, der steigt. Hier von da nach da, von 2016 auf 2017. Und der faire Wert basierend auf operativen Cashflow, der sinkt. Und das haben wir so eine gegenteilige Entwicklung, haben wir ungefähr mal auch hier. Und hier haben wir die ja ebenfalls. Der operative Wert auch basierend auf operativen Cashflow, der faire Wert, der sinkt hier. Und basierend auf dem Gewinn, da steigt er doch ganz deutlich. Wie kann das sein?
das ist deshalb der Fall, weil Gewinn pro Aktie, operativer Cashflow pro Aktie, weil sie sich tatsächlich gegenläufig entwickeln. Also hier von 2016 auf 2017, da sinkt der operative Cashflow, also sinkt auch der faire Wert basierend auf dem operativen Cashflow. Der bilanzierte Gewinn aber für den gleichen Zeitraum, der steigt, also steigt auch der faire Wert basierend auf dem bilanzierten Gewinn. Dasselbe hier, hier haben wir zwei Jahre ineinander, in denen der operative Cashflow sinkt und in beiden Jahren steigt der Gewinn pro Aktie. Das sind also gegenläufige Entwicklungen. Hier haben wir es nochmal, der operative Cashflow sinkt, der bilanzierte Gewinn steigt leicht, wieder gegenläufige Entwicklung. So, und jetzt muss man sich dann die Frage stellen, ja, was denn nun, was mache ich jetzt, weil das sind ja hier offensichtliche Widersprüche. Und dann, was, welchem fairen Wert soll ich jetzt eigentlich glauben? Was ich auf keinen Fall machen würde, auf keinen Fall, das wären hier so Durchschnitte ausrechnen, weil dann weißt du gar nichts mehr. Das ist so irgendwie mathematische Willkür aus meiner Sicht. Was ich in einem solchen Fall mache, das ist, ich schaue mir beide faire Werte an, lege den Kurs hier wie hier drüber und gucke, welcher der fairen Werte mehr respektiert wurde in der Vergangenheit von der tatsächlichen Kursentwicklung. Und das ist aus meiner Sicht für diese grüne Linie der Fall, für den bilanzierten Gewinn, basierend für den fairen Wert basierend auf dem bilanzierten Gewinn. Du siehst hier, dass die Kurse nach oben gingen, du siehst hier, dass der Gewinn nach oben geht, dann haben wir hier steigende Gewinne, der Kurs steigt ebenfalls, hier haben wir steigende Gewinne, der Kurs steigt ebenfalls und obwohl hier der Kurs steigt, obwohl hier der operative Cashflow nach unten geht, hier geht der operative Cashflow Prognosität auch nach unten, dem Kursverlauf ist es egal, der steigt trotzdem. Also ich sehe eher hier die grüne Linie als repräsentativer als hier die gelbe Linie, die oft tatsächlich deutlich, insbesondere hier, deutlich unter dem tatsächlichen Kursverlauf liegt. Insofern blende ich die aus, den operativen Cashflow basierend auf den fairen Wert basierend auf dem operativen Cashflow, lass den fairen Wert basierend auf dem bilanzierten Gewinn drinnen. Und dann sehen wir hier Zeiträume von Über- und von Unterbewertung. Und so hier in Summe, hier in den letzten Jahren, passt es so relativ gut. Das ist quasi immer irgendwo in der Mitte der faire Wert vom tatsächlichen Verlauf des Aktienkurses. Was natürlich sehr interessant ist, das sind jetzt der momentane faire Wert der Aktie und der liegt hier bei 99 Euro, basierend auf den letzten Quartalszahlen, die wir haben und basierend auf der Prognose des laufenden Geschäftsjahres, da liege der faire Wert bei 104 Euro und du siehst, dass der Aktienkurs jetzt deutlich drüber liegt, weil der Aktienkurs, das ist ja richtig jetzt in die Höhe gesprungen, von 91 Euro auf etwas über 116 Euro, das ist eine Rendite gemacht von knapp 30% innerhalb weniger von eines halben Jahres. Das ist natürlich ordentlich bei Siemens. Sowas machst du nicht allzu häufig. Eine so hohe Rendite mit der Siemens-Aktie in so einem kurzen Zeitraum führt aber eben dazu, dass der Aktienkurs momentan relativ hoch liegt und dass wir ja eben eine, ja, wenigstens hier rechnerische Überbewertung haben. Man kann jetzt hier das Rückschlagspotenzial quasi ausrechnen. Kannst dir mal gucken hier aufs laufende Geschäftsjahr. Wenn du den fairen Wert hier nimmst von 104 Euro für bare Münze und dann würde die Aktie korrigieren auf den fairen Wert, dann hättest du eine negative Rendite von 8% erwirtschaftet, wo schon Dividenden mit berücksichtigt sind. Das Gute auf der anderen Seite ist, dass die Gewinne ja steigen sollen. Ich blende jetzt auch noch den Gewinn nochmal zusätzlich ein. Hier, du siehst, dass der bilanzierte Gewinn pro Aktie ja steigen soll. Deshalb wird dann die Aktie wertvoller. Falls das zutrifft, steigt also dann der faire Wert. Und fürs Geschäftsjahr, fürs prognostizierte Geschäftsjahr 2021, da wäre dann der faire Wert schon positiv und da hättest du schon eine Rendite gemacht von 4,6% aufs Jahr. Wenn wir gucken hier aufs Geschäftsjahr 2022, das ist eine erwartete Rendite von 8,3%, was schon ordentlich ist, weil das glaube ich schon auch über der durchschnittlichen Markterwartung im Aktienmarkt liegt. Insofern, also kurzfristig erstmal Rückschlagspotenzial da, falls aber hier die Analysten recht haben und bei Siemens die Geschäfte tatsächlich rundlaufen sollten, dann schon mittelfristig hier ein erfolgversprechendes Investment auf die mittelfristige Rendite betrachtet. Noch längerfristig betrachtet können wir es nicht genau sagen, wie hoch die fairen Werte sind, weil es wird ja immer mehr Glaskugel. Da muss man halt einfach gucken, was das Unternehmen an sich, wie sich so im allgemeinen Zeitverlauf, im längerfristigen Zeitverlauf entwickelt. Und da siehst du ja, dass die Gewinne im längerfristigen Zeitverlauf steigen.
So, zu Siemens hätte ich jetzt fast alles gesagt, was ich sagen wollte. Hier gibt es übrigens noch eine Analyse zu Siemens. Werden die von mir sogar 4% Dividende und mehr mit Industrietitanen vom letzten Jahr im August 2018. Ich habe keine Ahnung, was ich damals gesagt habe. Ich wusste gar nicht, dass ich das schon gemacht habe. Puh, ja, okay, kannst ja angucken. Vielleicht widerspreche ich mich da total. Weiß ich nicht. So, ich habe ja im Laufe der Zeit jetzt schon so viele Aktienanalysen gemacht. Gut, das wäre jetzt die Siemens-Analyse. Und im nächsten Video zur Bestseller-Challenge, da lassen wir dann Siemens antreten gegen Honeywell und Waste Management. Das heißt, wir gucken uns dann erstmal diese beiden Herausforderer an. Und dann gibt es eine Abstimmung und ihr entscheidet dann, welche Aktie in dieses Bestseller-Depot einziehen wird. Dann bedanke ich mich bei der Stelle für eure Geduld, das lange Video anzuschauen. Und wünsche euch nochmal ein erfolgreiches Börsenjahr 2020 und bis zum nächsten Video. Ciao.